Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Erst vor kurzem habe ich von Knives 4 das ADC-Holster für das Atlas Backlog von Bücker Plus vorgestellt. Ja, mit diesem kleinen, genialen 3D gedruckten Teil kann man sein Klappmesser beispielsweise als Neckknife tragen. Über die Vorteile von Neckknife Carry, wie ich sie sehe, habe ich auch gesprochen. Und mittlerweile gibt es dieses Holster für relativ viele Klappmesser. Angefangen hat das Ganze mit Victorinox, Opinel gibt es auch. Hier zum Beispiel das TB Outdoor Unboxer, dafür gibt es auch ein Holster. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Man kann das für viele Messer verwenden, für viele flache Messer besonders und für leichte Messer. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es für das Duk-Duk bald auch so ein Holster geben soll. Ja, auf jeden Fall eine tolle Idee, wie ich das auch im Video gesagt habe. Also ich finde das Teil wirklich genial. Im Fazit zu diesem Video habe ich so ganz nebenbei Folgendes erwähnt. Fazit: Ich finde die Idee mit diesen ADC-Halterungen wirklich gut. War eine mutige Entscheidung von Rani. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es wird ein Markt bedient und insofern alles richtig gemacht. Eins muss man natürlich anmerken: Sowohl Haptik als auch Optik muss man mögen. Also, das sieht halt auch einfach aus wie 3D-Druck. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich hier die Technik noch verbessert, dann sieht das Produkt auch ein bisschen attraktiver aus. Es ist keine Schönheit, aber dafür sehr zweckmäßig und darauf kommt es dann letztlich an. Mir ging es bei meiner Aussage im Fazit also wirklich nur um die Optik und Haptik von 3D gedruckten Gegenständen. Das wirkt manchmal einfach ein bisschen unvollendet und das fasst sich auch nicht immer so gut an. Aber eben aufgrund dieser Aussage hat sich das Rani-Rossmann-Team sofort Gedanken gemacht und dabei kam dann dieser ADC-Holster-Prototyp für das Opinel Nummer 8 heraus. Die Oberfläche wurde hier komplett verändert. Also hier mal der direkte Vergleich zum bisherigen Holster. Das ist definitiv was anderes und mich würde hier direkt mal interessieren, welche Optik euch besser gefällt. Also links neu der Prototyp oder rechts das bisherige Modell. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Mir persönlich, und da möchte ich wirklich niemanden beeinflussen, gefällt der Prototyp besser. Also das wirkt für mich homogener, das fasst sich auch besser an. Also das hat hier richtig Grip, glänzt auch nicht so. Und darüber hinaus passt die Optik auch wirklich sehr gut zu Messerscheiden aus Kydex. Deshalb ist das vielleicht dann auch eine Option für alle anderen 3D gedruckten ADC-Produkte von Knives 4. Ja, also wenn man hier zum Beispiel so einen Feuerstahlhalter nimmt, den gibt es ja auch von Knives 4 als ADC-Produkt. Ich finde, das passt wirklich sehr gut zusammen. Also ja, wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich habe den Vorschlag auch gemacht und ich bin mal gespannt, was passiert. Weiterhin habe ich auch den Vorschlag gemacht, dass man die Holster, also das bisherige Modell und diese Optik vom Prototypen parallel auf den Markt wirft. Also für alle Messermodelle. Und sehr wahrscheinlich wird das auch so umgesetzt. Für mich ist es auf jeden Fall der richtige Schritt seitens Rani Rossmann und K4. Also ist schon wirklich ein tolles Produkt und ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass ich das hier mal zeigen darf. Ist wirklich gelungen. Ist optisch viel attraktiver, wie ich finde. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung einfach dazu in die Kommentare. Ja, dann noch kurz was in eigener Sache. Im Video zum Atlas Backlog zeigte ich euch dieses Do-it-yourself-Teil, diesen Metallbügel, den man entweder an einem Karabinerhaken oder an einem Knopf befestigen kann. Ja, wie man hier sieht. Das ist eine praktische Sache mit einem festen Draht, also wie zum Beispiel Kleiderbügeldraht, geht das auch wirklich sehr, sehr schnell. An dieser Idee habe ich dann noch ein wenig rumgetüftelt. Dabei kam dann ein Mollehalter raus. Also entschuldigt bitte, ich habe wirklich kaum Molleprodukte daheim. Denkt euch einfach, es wäre was Größeres. Aber ja, diesen Bügel kann man dann in ein Mollesystem einspannen und das hält hier wirklich sicher. Geht natürlich auch mit einem Rucksack. Wenn man hier so eine Vorrichtung hat, dann kann man hier sein Messer so dranhängen. Dann ist es auch sofort ziehbereit. Und ist auch wirklich ein leichtes Prinzip. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Einfach hier auseinanderziehen und dann ist der Bügel drin und hier kann auch nichts passieren. Also das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man da sein Messer verliert. Da muss schon wirklich viel zusammenkommen. Hier habe ich mir noch so einen dreieckigen Bügel gebogen. Der ist dann gut geeignet für Karabiner. Das kann dann hier so nicht so leicht verrutschen. Also ja, hier
Hier schon, wie gezeigt, die Knopfhalterung. Man kann sich hier wirklich kreativ austoben und das mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Einfachen Drahtkleiderbügel, eine Zange und ein bisschen Zeit. Das war es letztendlich. Ja, das sind vielleicht insgesamt 5 Minuten und man ist fertig mit seinem DIY-Bügel. Jetzt noch mal kurz zum Prototypen. Ich mache noch mal kurz den Karabiner hier ab. Ja, wie erwähnt, ist das für mich hier ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass man nach und nach alle ADC-Produkte von Knives4 mit dieser veränderten Oberfläche anbietet. Passt einfach auch wirklich gut zu Kydex, wie gezeigt. Also das ist auf jeden Fall die bessere Lösung als hier dieses bisherige Produkt. Ja, was mir noch aufgefallen ist, hier ist jetzt noch kein Logo zu sehen auf dem Prototypen. Ich weiß nicht, ob noch eins drauf kommt, aber wenn noch eins drauf kommt, wäre es schön, wenn es dezent wäre, weil mir gefällt das so eigentlich ganz gut. Man könnte es beispielsweise hier oben anbringen. Das geht dann auch bei den dünneren Modellen. Also ich denke, Knives4 würde das hier irgendwo unterbringen, das K4-Logo. Das wäre kein größeres Problem. Ja, gut, würde wie gesagt auf jeden Fall gehen. Im Wesentlichen war es das. Wie gesagt, bitte hinterlasst mir einen Kommentar, was euch besser gefällt. Ja, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei Reini Rossmann und seinem Team bedanken. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man so einen Prototypen präsentieren darf und ich schätze das wirklich sehr. Ich möchte mich auch bei Jürgen bedanken, mit ihm habe ich immer einen guten Austausch per E-Mail, also das ist auch eine schöne Sache. Ja, dann war es das jetzt wirklich. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.